Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Uppercat und zu Teil 2 des Castle Grayskull Baus. Ein riesengroßes 3500 Teile Set von Mega Constructs. Ja, ich hatte schon eine ganze Menge Spaß im ersten Video, da haben wir das Unboxing gemacht. Hier habe ich zwei der ganzen Kartons stehen, die da mit dabei waren. Könnt ihr euch gerne alles mal anschauen, ist alles hier verlinkt in der Videobeschreibung. Und wir machen jetzt heute weiter und zwar geht's los auf Seite 25 mit den Tüten 8 und den Tüten 9. Die sind hier noch in der Kiste 1 drin mit unserem He-Man drauf. Und wenn ich jetzt hier mal aufmache, haben wir hier einmal Tüten 8 und Tüte 9. Das sind hier nur so Kleinigkeiten-Tüten. Und dann haben wir nochmal, ja, wie wir das jetzt schon des Öfteren hier hatten, eine unnummerierte Tüte. Ich denke mal, die können wir direkt mit dazu nehmen. Und hier die ganzen Platten, die da auch noch dabei waren, auch die ohne Nummerierung, die können wir auch direkt mal rausholen. Und damit wäre hier Kiste Nummer 1 mit unserem He-Man auch leer und kann zur Seite. Nochmal ein kurzer Rückblick, was haben wir denn bisher gebaut? Von der eigentlichen Burg haben wir hier das Eingangstor, das auch dann hier aufklappbar ist natürlich, mit den tollen Zähnen, den schönen Steinen, den verschiedenen Grünschattierungen und im Ansatz hier schon der erste Raum. Aber viel mehr ist es noch nicht geworden, denn das Unboxing, das hat schon ein bisschen gedauert, musste man genießen. Das war ein ganz tolles Unboxing, Freunde. Schaut es euch gerne mal an. In meinem ersten Teil habe ich das relativ lange zelebriert. So, und wir haben auch so ein paar Kleinteile gebaut, wie hier so ein Waffenständer, eine Leiter und verschiedenste Kleinigkeiten und natürlich die ganzen Minifiguren zusammengesetzt, die hier alle dabei sind, 6 Stück an der Zahl. Und jetzt geht es aber hier weiter mit Tüte 8 und Tüte 9 und ja, mit dem, was da alles noch so rundherum ist. Und wir bauen dann hier mal ein bisschen weiter an unserem Castle Grayskull. Und da sollen wir schon Tüte 10 und Tüte 11 öffnen. Also sind wir mit den bisherigen fertig. Aber schaut mal her, so viele Kleinteile habe ich da übrig aus diesen Bauabschnitten. Okay, vielleicht waren sie hier einfach nur großzügig. Ich mache es mal hier zu den anderen kleinen Teilen dazu. Und ich habe die unbenannte Tüte hier noch gar nicht aufmachen müssen. Keine Ahnung, was da genau drin sein soll. Mit der Tütennummerierung sind sie echt ein bisschen merkwürdig. Übrigens hier, ich habe die perfekte Unterhaltung zum Bauen. Ja, und das habe ich gebaut. Also wir haben hier weiter am Maul gebaut oder an der Zugbrücke, wollte ich gerade sagen. Ich muss hier aber mal die Zähne noch ein bisschen einstellen, dass die nochmal zugeht überhaupt. So, lass mal schauen. So funktioniert das. Also, wir haben hier einmal die Zähne gebaut. Kann man hier sehen, die sind an solche Kugelköpfe hier rangeklippt, sodass man die hier ja nach Gusto eigentlich einstellen kann, so wie einem das gefällt und so, dass dann hier auch die Zugbrücke immer noch aufgeht. Dann haben wir hier die großen Eckzähne. Schaut euch mal hier diese Carvenzmänner an. Hier mit einem Gelenk gebaut und auch hier an den Kugelkopf dann rangeklippt und schön in die Position gestellt. Jo, sieht schon richtig cool aus, oder? Dann haben wir hier oben noch den Nasenbereich des Castle Grayskull gebaut. Auch hier mit so zwei Teilen mit ganz interessant abgeschrägten Steinen wird das hier alles zusammengesteckt, dass das eine echt stimmige und schöne Optik dann bringt. Und ich denke mal, dass hier, das werden hier ja die Augenhöhlen, also der erste Teil der Augenhöhlen dann werden. Die haben wir einfach noch ein klein bisschen weiter hochgebaut, hier in dem Bereich relativ unspektakulär und viel weiter bin ich auch noch nicht gekommen. Wir sind auf Seite 29 gelandet und ich würde sagen, da hinten steht Box Nummer 2. Die schnappe ich mir jetzt mal mit Skeletor drauf und dann packen wir die mal aus, suchen uns die Tüten. Ja, was war es denn? 9? Ja, ne, 10 und 11 raus und dann bauen wir hier weiter. Hin und her, hin und her. Hier Traziner, das ist nicht schwer, denn somit können wir hier den Thron bewegen, der später dann eine Falltür auslöst, beziehungsweise wir ziehen dann nicht mehr hier, um den Thron zu bewegen, sondern bewegen den Thron, um hier eine Falltür auszulösen. Also der Mechanismus, der ist hier schon eingebaut. Der Thron, der gleitet hier über diese beiden Fliesen, ist ganz nett hier unten drunter nochmal gekontert. Da kann man sehen, so mit einer 1x2er Jumper Plate, damit der auch garantiert nicht mehr hier seinen Platz verlassen kann. Sehr nett. Hinten dran haben wir dann auch zwei Fahnen aufgehängt mit den, ja, so Bannern. Ich
habe keine Ahnung, was das genau sein soll. Hier so eine, ja, so eine Flugratte oder sowas und hier irgendein Vogel. Also was die Banner bedeuten, weiß ich nicht. Wer es weiß, kann mich gerne in den Kommentaren belehren. Ich lerne ja auch immer gerne was dazu. Dann haben wir hier, wie gesagt, den Thron gebaut. Der ist sehr schön mit goldenen Steinen hier zusammengebaut. Und die Lehne, die können wir auch hier ein bisschen verstellen, weil das hier unten nur mit solchen Haken befestigt wurde. Hier nochmal ein besonderes Formteil. Diese 2x2er sieht sehr schön aus. Und ansonsten gibt es gar nicht viel zu berichten von dem Bauabschnitt. Wir haben hier oben eine Decke eingezogen, ein bisschen hier in die Höhe gebaut. Und hier vorne kam auch noch ein bisschen was hinzu. Also, so sieht's aus. Die Höhe ist jetzt schon ja recht beachtlich mittlerweile geworden. Wir haben Erdgeschoss, erster Stock und der zweite Stock, der kommt jetzt noch hier dabei. Macht auf jeden Fall immer noch riesig Spaß, das Castle Grayskull. Und ja, die Tüte hier ist immer noch unangetastet. Aber ich habe hier ein paar von den Platten brauchen müssen. Und wir haben auch ein bisschen was übrig behalten. Hier so ein paar Kleinteile. Also ab hinten in die Kleinteilekiste und es geht weiter mit den Tüten 12 und 13 auf Seite 34 und die suchen wir uns mal raus. Schaut mal her, das ist mal richtig gut gefüllt noch hier. Die Box mit den ganzen Tüten, also Box 2 ist das ja nur. Dann suchen wir mal die Nummer 12 und 13. So, Klappe zu. Das sind die beiden Tüten, mit denen geht es jetzt hier weiter. Zeitraffer. Und da haben wir dem Castle Grayskull ein paar Pausbäckchen verpasst. Also wir haben hier diese Seitenteile angebaut. Also eins, das andere bauen wir gleich noch an. Das will ich euch detaillierter zeigen. Wir haben hier unten die Nase ausgeformt mit so Formteilen. Hier haben wir noch mal ein bisschen was angebaut. Und hier noch mal, dass dieser ganze Schädel langsam hier richtig Formen annimmt. Und hier habt ihr noch mal eins dieser Seitenteile. Da haben wir hier dieses, ja, was ich beim Unboxing schon gesagt habe, interessante Rundteil, das hier raufgesteckt wird. Und halt ganz viele von diesen kleinen, abgeschrägten Fliesen, die hier in alle Richtungen gebaut werden. Da muss man sich echt schon konzentrieren, damit man hier alles richtig rumgebaut hat. Und ihr seht auf der Rückseite, ja, also eine Menge Kleinteile, die hier zusammengefügt wurden. Und dann haben wir hier noch diese C-Clamp, einmal hier oben, einmal hier unten. Und damit wird das Ganze dann hier am Schloss befestigt. Einmal hier und einmal hier unten. Und dann wird das einfach nur dort so reingeklemmt. So, und dann kann man es natürlich hier noch ein bisschen bewegen und in die passende Form dann bringen, dass es richtig gut aussieht. Wunderbar, das war auch der Abschluss der beiden Tüten 12 und 13. Hier sind wieder unsere restlichen Teile, wie gehabt, einmal dort reingeschüttet und weiter geht es dann hier mit Tüte 14 und 15. Da sind wir schon bei Bauabschnitt 114 und auf Seite 138 gelandet. Das macht echt wahnsinnig Spaß, Freunde. Und schaut es euch an, es sieht so, so toll aus. Also da haben sie echt was ganz Tolles sich hier einfallen lassen, die Freunde von Mega Constructs. Also wirklich, Chapeau, Freunde, macht sehr viel Spaß. Weiter geht's. Kann das sein, dass die Teile hier übrig geblieben sind? Das macht mich gerade etwas stutzig. Ich war so frei und habe mal gleich zwei Bauabschnitte hier verfrühstückt. Das heißt insgesamt vier Tüten bis auf die Seite 48, Bauschritt 142. Und ja, so sieht unser Ergebnis aus. Also wir haben ihn jetzt hier komplett fertig, den Eingangsbereich mit ja, Totenkopfgesicht und der Krone obendrauf. Und seid mal ganz ehrlich, sieht der cool aus oder sieht der cool aus? Also ich finde, der sieht richtig cool aus. Ganz toll umgesetzt. Und jetzt zeige ich euch noch, was ich hier gebaut habe. Und zwar hier dieses ganze Frontelement habe ich jetzt hier nochmal zusammengebaut. Und das wird dann hier auch aufgesetzt. Und das ist durchaus, ja, man muss ein bisschen gucken. Denn ihr seht schon, hier werden sehr viele kleine, abgeschrägte Steinchen und Fliesen verbaut. Und da kann man schon mal etwas durcheinander kommen, wie das jetzt hier alles richtig ist. Ich musste auch ein paar Mal nochmal nachschauen, aber habe es, glaube ich, so weit hinbekommen. Wobei, ich glaube,
Hier fehlt noch was. Ich glaube, da fehlt noch was, aber ich habe hier noch massig Teile übrig. Gucke ich gleich nochmal in die Anleitung rein. Also das verfließt man dann hier so. Dann hat man hier oben diesen Bereich mit diesem Horn. Das hier ist ein bisschen fragil. Hier muss man aufpassen, denn das ist hier nur hinten an so einer Noppe angesteckt. Und wenn man da dran kommt, das ist so ein Teil, das gerne mal abfällt. Ja, ansonsten haben wir hier nochmal so ein paar Slopes. Und dann hier ganz oben, ja, die, ja, was, wie nennt man das? Den Abschluss, sagen wir mal so. Den Nupsi ganz oben am Kopf. Auch ganz wunderbar. Und hier die Teile, damit man die Rundung hinbekommt. Ihr seht schon, das ist beweglich. Also da wird so einige Teile hier zusammengebaut. Genau das gleiche auch hier. Hier kann man das sehen, wie der Mechanismus ist. Immer so eine C-Clam, die hier reingreift. Und dann kann man sich hier die passende Rundung ja so zurechtbiegen, dass das hier hinhaut. Ich zeige euch mal kurz, was das für ein Konstrukt ist. Das ist nämlich hier das. Das wird dann aus 1, 2, 3, 4, 5 Elementen zusammengesetzt. Und dann packt man es einfach hier oben drauf und dann klappt man es entsprechend runter. So, aber es gibt noch ein großes Geheimnis hier drin. Ja, ihr seht schon, ich habe ja nicht nur hier den Thronsaal fertig, sondern auch den ersten Stock. Und dahinter ist eine Tür. Die Tür ist natürlich wieder sehr schön geworden und die kann man auch aufklappen. Und dort hinten dran finden wir dann ja den Orb, also die Kugel, wo die Macht von Castle Grayskull drin ist. Und das ist auch nett gemacht. Kann man auch rausnehmen, weil es nur auf so einer Jumperplate da unten aufgesetzt wurde. Und ja, sieht auch schön aus. Müsste noch beleuchtet sein. Das wäre richtig cool, so ein Mechanismus, wenn man die Tür aufmacht, dass dann hier die Kugel beleuchtet wäre. Das wäre noch eine Idee. Vielleicht gibt es das ja irgendwann. Dann hier noch ganz viele von diesen abgeschrägten Steinchen, so als Kristallelemente. Sehr schön. Also da oben haben wir unser kleines Geheimzimmerchen. Ich glaube, das gab es in den Serien eigentlich nie. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. So, also soweit sind wir gekommen. Dieser große Abschnitt hier, der ist vorbei, der ist voll Pracht. Ich kann es immer wieder sagen, sieht super aus. Auch hier mit den Augenhöhlen, wo das alles hier mit Schwarz hinterlegt ist. Richtig, richtig coole Sache. So, schauen wir doch mal rum. Also, die kleinen Teile sind übrig geblieben und die Großteile. Also entweder ich habe die echt irgendwo vergessen oder die kommen noch. Ich kann es aber allerdings jetzt hier, wenn ich drüber schaue, ich kann da nichts finden, was jetzt dort fehlen sollte. Naja, egal, wir schauen, das wird sich schon alles einfinden. Auf der nächsten Seite haben wir da nochmal einen Comic, wo ein bisschen was erklärt wird. Hier die Sorceress, die hier irgendwie mit dem Zauberorb was rummacht, der hier oben drin steckt. Und einmal hier Skeletor, der hier die Falltür auslöst. Ja, die dann hier mit ausgelöst wird, mit dem Thron. Da sitzt da ganz entspannt drauf, der Gute, und lässt mal hier die Kollegin runterfallen. Schauen wir nochmal weiter. Dann nochmal, wow, ein riesen Artwork über zwei Seiten. Das sieht auch mal richtig toll aus. Ich wiederhole mich, das sieht immer alles hier richtig toll aus. Haben sie echt schön gemacht hier, die Artworks und diese ganzen Prints hier mit dem Schloss im Hintergrund. Also da gibt es zwischendurch mal so ein kleines Goodie. Und dann geht es weiter mit der Sektion 2, Abschnitt 2. Das heißt, den Kollegen können wir an die Seite stellen. Und dann kommt hier ein Turm unten mit Kerker und einem kleinen Raum. Und dann oben auch mit einer Fahne und den Burgzinnen. Ja, und damit geht es dann weiter. Tüte 18, 19 und 20. Steckt alles noch in Box 2 hier drin. Verpackungsschwachsinn. In der Tüte hier, ja, war die Tüte und sonst nichts. Da war eine Tüte in der Tüte drin. Also, das muss doch nicht sein, oder? Wir haben echt genug Plastiktüten hier. Also, so viel zur kleinen Umweltkritik. Aber ich habe natürlich auch was gebaut und nicht nur hier mich über die Tüte kurz geärgert. Nee, wir haben den Kerker schon mal gebaut. Hier, die Grundplatte mit Kerker. Sehr schön. Und da muss man direkt mal genau hinschauen. Dieses tolle Muster hier mit diesen ganzen Schrägen, diesen Steinen und ja, was wohl so eine schroffe Felsoptik darstellen soll. Super, gefällt mir sehr gut. Also das sieht richtig klasse aus. Das wird dann hier der Außenbereich von diesem Turm werden. Lasst das einfach mal auf euch wirken. Ich finde, das ist total gelungen. Richtig, richtig toll. Übrigens hier unten die Grundplatte. Wir haben hier diesen Viertelkreis. Und der hat sich genau in der Tüte versteckt, die mal wieder unnummeriert ist. Nur so viel zur Erwähnung. Und ich habe hier ein bisschen was von meinem Plattenstapel runtergenommen. Ansonsten war alles drin. Ich habe hier noch ein paar Teilchen übrig. Hier so ein paar Kleinteile. Und ja, stellen wir ihn mal wieder
auf die Beine und schauen uns hier den Kerker mal von vorne an. Da haben wir natürlich auch die Kerkertür, die wir öffnen können. Und die schwingt dann hier richtig groß auf und dann haben wir diese merkwürdigen, ja, diese merkwürdigen Arme, die da irgendwie rauskommen und die auch ein bisschen beweglich hier noch sind. Ja, keine Ahnung, ob das irgendeine Referenz ist, wahrscheinlich an eine Serienfolge oder so. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht genau. Ganz interessant oder schön ist noch hier der Boden. Da haben wir diese Gitterfliesen. Da muss man echt aufpassen, dass man die nicht zerdrückt. Wie ich die Enterprise gebaut habe, kamen die hier auch auf der Innenseite der Antriebsgondeln vor. Da habe ich eine von denen zerdrückt. Also da muss man echt aufpassen. Am besten immer schön am Rand die nur festdrücken und dann klappt das auch. Auch hier haben wir so ein paar Formationen mit Felsen. Alles wunderbar und vor allem auch schön stabil. Also das kann man gut anpacken. Die Tür kann man schön öffnen. Also macht Laune und sieht bombenmäßig toll aus. Und jetzt geht's weiter. Wir sind bei Bauabschnitt 171 hier gelandet mit der 172 und Tüte 21, 22, 23. Auf Seite 60 geht's jetzt daran, hier ein bisschen in die Höhe zu bauen. Denn das hier wird ja ein Turm, der genauso groß werden soll wie hier unser ja, Eingangsbereich. Also weitermachen. Eine coole Bautechnik muss ich euch hier mal zeigen, die hier bei der Kerkerwand, die hier hochgezogen wird, eingesetzt wird. Erstmal sieht das hier richtig cool aus und ihr seht, wir haben hier auch eine Rundung mit reingebracht und das wurde so gebaut. Also man baut solche Elemente hier zusammen und die kann man dann dementsprechend auch hier in eine Rundung reinbiegen. Sehr, sehr clevere Lösung. Gefällt mir echt gut. Und ja, das Ding, das kommt dann nämlich noch hier mit drauf. Ich mache es mal eben gerade und bringe es mal hier mit euch zusammen an. Mal kurz schauen. So rum sollte es richtig sein. Das soll hier auf den grünen Stein drauf. So, und dann seht ihr, wie wir das jetzt hier haben. Und dann wird es hier rumgebogen und soll hier nochmal befestigt werden. So, wunderbar. Und jetzt haben wir, naja, ob die Form hier stimmt, sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Ich glaube, da habe ich mich jetzt mal gerade live verbaut, aber ihr habt das Prinzip erkannt, wie das hier gemacht wird. Schöne Optik, schöne Rundung, schöne Idee. Ja Leute, ihr seht, ich war so frei. Ich habe direkt noch zwei Tüten verbaut, so dass der Karton Nummer 2 jetzt leer ist. Und hier der Turm, der ist fertig, fast fertig. Wir schauen uns das Ding mal gemeinsam an. Und erstmal die Außenseite, schaut euch den an, wahnsinnig toll. Also ich finde das echt von den Bautechniken her, wie sie diese Optik hier gelöst haben. Erstmal hier unten diese Felsformation und dann hier die Struktur des Turms, super, sieht richtig, richtig super toll aus. Ist natürlich, ja, man mauert sich hier einen zurecht, aber ich sag mal, man hat schnell raus, immer hier rundeckig, 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 bupp, 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 mit so ein paar Kleinigkeiten, wo mal was variiert wird. Oder hier mal ein Einser Rundsteinchen, aber ansonsten, ja, es ist ein bisschen eintönig, ich will gar nicht eintönig sagen, es macht dennoch Spaß, aber es wiederholt sich auf jeden Fall, sieht dann aber fantastisch toll aus. Auch hier oben das Fenster, sehr schön gelöst, wie das gemacht wurde und dann hier oben diese Burgzinnen, auch sehr, sehr schön. Also äußerlich finde ich gerade hier in Kombination super, sieht klasse aus, wir drehen es mal um. Und schauen rein. Wir fangen noch mal unten an beim Kerker, denn da ist noch ein bisschen was dazugekommen. Hier haben wir so einen kleinen Totenkopf, den wir hier noch draufgesetzt haben. Und ich mache hier unten mal die Kerkertür auf. Und dann schauen wir dort rein und sehen, ja, da baumelt hier noch eine Kette drin rum. Und die muss man zum Glück nicht zusammenbauen, die war schon zusammengebaut. Und wenn wir etwas weiter hochgehen, dann sehen wir, ja, da ist doch schon die Falltür hier. Ein natürlich bedruckter Stein und da wird dann ja jeder, der draufsteht, später auf Wunsch direkt hier unten in den Kerker transportiert, auf die ganz schnelle Art und Weise. Hier haben wir so ein elektronisches Schaltpult noch stehen und hier dann auch nochmal eine bedruckte Großfliese, transparent, mit so einem Anzug drauf oder einem Roboter. Das ist für mich alles echt zu lang her. Ich weiß nicht mehr, was das hier für einer ist. Ich weiß aber, das war ein Aufkleber im Original-Set und sollte eigentlich wirklich den Anzug dreidimensional darstellen. Ist schade, dass man den nicht hier als Figur nochmal dabei hat. Aber der ist dann hier eben als diese Transparentfliese dabei. Und man kann das auch hier aus irgendeinem Grund
hin und her klappen. Ganz toll, nochmal hier diese Verzierung mit den beiden gekreuzten Schwertern. Ist hinten nur an einer Noppe befestigt. Sieht richtig klasse aus. Und wenn wir dann nochmal ein bisschen weiter nach oben gehen, hier sieht man übrigens nochmal das Fenster von innen und dort sieht man auch diese Noppen. Die sind hier genauso außen und da auf diese Noppen wurden dann hier diese Fliesen aufgesetzt. Nur das nochmal kurz hier zur Bautechnik. Dann gehen wir noch weiter hoch und kommen dann hier zu unserem Burgturm, wo natürlich dann hier oben noch die Fahne ist. Und auch die ist bedruckt auf beiden Seiten, einmal so und einmal so. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, zeigt die immer an, ob gerade die Guten hier in der Burg hausen oder die bösen Jungs eingezogen sind. So, also, das war der kleine Rundgang. Ich mache hier nochmal das Tor zu. Na, oder das Kerkertor zu. Und jetzt will das Ganze hier natürlich verbunden werden. Das ist hier der letzte Abschnitt. Ich zeige euch mal, wo wir überhaupt gelandet sind. Wir sind auf Seite 78 gelandet. Hier ist jetzt Hochzeit. Das machen wir noch flott zusammen. Und dann schauen wir mal, wie es danach weitergeht. Also wir haben einmal hier den Eingangsbereich. Und wir drehen den dann mal um. Und dann kommt das Teil so hier dran. Also, so wird die Verbindung gemacht. Natürlich muss hier der gelbe Stab jetzt hier auch passend dann da durchgefriemelt werden. Und vorher, obwohl das kann ich auch hinterher machen. So, so passt das dann von hinten schon mal. Und wenn ich das Ganze jetzt nochmal rumdrehe, haben wir noch eine Stelle, wo das dann hier auch verbunden wird. Und das wird sein einmal hier unten. Nämlich genau hier, da setzen wir noch so ein Steinchen drüber. So, sitzt. Da haben wir da schon mal die Verbindung hergestellt. Und auf der Rückseite, dafür muss ich noch mal kurz umdrehen, wird auch hier noch mal eine Verbindung hergestellt. Hier an der Stelle, da setzen wir einfach so einen 2x3er drüber. So, fertig. Und dann hätten wir es. Dann wären die beiden Teile schon mal verbunden. Und man kann sie jetzt hier zusammen hinstellen. Boah, sieht, ich wiederhole mich immer wieder, aber es sieht einfach mega cool aus. Also macht echt Freude, dieses Set hier. Und die Optik ist grandios gelöst. Echt grandios. Toll. So, wie geht's denn weiter? Wir haben hier nochmal ein kleines Artwork, wo wir sehen, ja, Skeletor freut sich. Er hat hier jemanden in den Kerker eingesperrt. Ach genau, in den Kerker eingesperrt. Das testen wir doch direkt mal hier den Thron einmal rüber. Dann hier das Falltor hoch und ich schiebe den Thron nochmal zurück. Und dann sieht man, ja, hält jetzt ganz normal. Und wenn man jetzt möchte, dass hier der Abgang gemacht wird. Und tschüss, so funktioniert es. Super einfacher Mechanismus. So, also, er freut sich. Wir blättern mal um und sehen, wir kommen hier auf den Bauabschnitt Nummer 3. Da wird ein weiteres Türmchen gebaut, dann für die andere Seite, oben mit der Laserkanone dran. Ja, und da legen wir mal los mit Tüte 27 und 28. Die sind dann aber in Box Nummer 3, die habe ich gerade nicht hier. Deswegen machen wir heute einfach mal Schluss, oder? Jawohl, ich würde sagen, genug gebaut für dieses Video. Ihr seht, das Castle Grayskull, das nimmt deutlich Formen an. Und weiter geht's dann in Teil 3. Verlinkt hier unten in der Videobeschreibung, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!